Die Akupunktur wird vielen ein Begriff sein, ein Behandlungsverfahren aus der traditionellen chinesischen Medizin. Da ist die Idee, dass es sogenannte Meridiane gibt, durch die Energieflüsse laufen, und diese Energieflüsse können dann blockiert sein, und dadurch, dass man dann Nadeln in diese Meridiane steckt, sehr kleine, dünne Nadeln, kommen die Energieflüsse wieder frei. Und wie das so ganz genau funktioniert, ist eigentlich nicht so 100% bekannt. Aber was bekannt ist, ist, dass die Akupunktur ein effektives Verfahren ist, um Rückenschmerzen zu behandeln. Und dieses Wissen ist eigentlich für mich ausreichend, um das Verfahren auch anzuwenden und anzubieten.